Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal mit einer neuen Reaction. Und zwar reagieren wir heute mal auf den Trailer zu The Expendables 4. Für alle Neulinge hier auf meinem Kanal, die nicht wissen, worum es in der Filmreihe Expendables geht. Es geht um einen Trupp von Söldnern, die halt verschiedene Aufträge annehmen und in diesen Rollen stecken sogenannte Retro-Schauspieler, also Schauspieler aus meiner Jugend quasi, mit denen ich so ein bisschen aufgewachsen bin, so wie Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren und auch viele andere Stars waren schon dabei. Mel Gibson war dabei, Harrison Ford war dabei, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris war auch dabei, Steve Austin war dabei, also es waren sehr, sehr viele Schauspieler mit dabei. Wie gesagt, es gibt mittlerweile drei, bald im, ich glaube im September oder August, weiß ich jetzt gar nicht genau, kommt dann halt endlich Teil 4 raus von Expendables und ich bin halt mega gespannt. Ich habe mir den Trailer schon ein paar Mal angeguckt, habe darauf versucht zu reagieren, ne? Und heute kommt endlich das Video. Ihr werdet meine Meinung dazu wissen, dann, wenn das Video hochgeladen ist. Und. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Wir wechseln auf jeden Fall erstmal die Szene, gehen in den Reaction-Modus und schauen uns den Trailer einmal genau an. Dann starten wir den Trailer von vorne und wir gehen Szene für Szene quasi einzeln durch. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Und dann könnt ihr, wenn das Video hochgeladen ist, euch in den Kommentaren auslassen. Willkommen zu Hause, Schatz. Bist du jetzt eine Leseratte? Was ist das? Geheime Unterlagen. Ich begleite dich. Oh, tut mir leid. Du bist nicht eingeladen. Oh. Was willst du hier? Ich habe da ein Problem, bei dem ich deine Hilfe brauche. Ich brauche bessere Freunde. Ist das der Neue? Und du bist der Scharfschütze? Keine Sorge, Mann. Ich habe das Zielfernrohr auf Rezept. Adlerauge, schreib dir das Gesicht. Nicht versehentlich drauf schießen. Terroristen haben Atomraketen auf einem Frachter vor der Küste in ihren Besitz gebracht. Wenn die Babys losgehen, haben wir den Dritten Weltkrieg. In diesem Leben ist kein Platz für Freunde oder Familie. Jetzt wird's laut. Es geht los, Baby! Komm, zeig's mir! So habe ich mir das vorgestellt. Sag bloß, du hast nichts Größeres. Oh, es ist viel größer. Ja. Mega, mega cooler Trailer. Auf jeden Fall ist wieder sehr, sehr viel Action mit am Start. So kennt man halt die Filme, wo Stallone und andere so monstermäßige Schauspieler mit dabei sind. Ja, am 21. September diesen Jahres ist es endlich soweit. Dann können wir uns den neuen Expendables-Film endlich in unseren deutschen Kinos ansehen. Hat auch lange genug gedauert. Also, ich muss ja auch dazu sagen, Sylvester Stallone und die ganzen Schauspieler, die da am Start sind, die sind halt nicht mehr die Jüngsten. Ich finde es aber gut, dass sie halt immer noch so ein bisschen in der Filmbranche unterwegs sind. Für Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger ist es leider nicht mehr so. Bruce Willis wegen seiner Krankheit und Arnold Schwarzenegger, weil er halt gesagt hat, er hat darauf keine Lust mehr. Er ist halt auch schon zu alt, also zieht er sich auch ein bisschen mehr zurück. Kümmert sich um Familie oder um sein Weingut, was er hat, keine Ahnung. Ich bin da halt nicht so wirklich auf den Laufenden. Aber was man in dem Trailer so gesehen hat, ist natürlich auch sehr gut. Wie gesagt, Leute, an dieser Stelle auch jetzt Spoilerwarnung für alle, die es nicht
angucken wollen, das Video. Also, was kann ich zu dem Trailer sagen? Es sind viele neue Schauspieler mit dabei. Zumal haben wir 50 Cent gesehen. Curtis Jackson ist auch am Start, gehört zu der Expendables-Truppe nun dazu. Megan Fox ist auch dabei. Dann gab es da noch so einen jüngeren Kandidaten, den kenne ich aber nicht. Und die Frau, die da mitgespielt hat, kenne ich auch nicht. Also diese Chinesin da, die sagen mir jetzt nicht. Ja, wer noch am Start war von den älteren Leuten, die aus den alten Teilen dabei sind, sind halt Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren und Randy Couture. Das sind halt die neuen Expendables. Und man hat ja auch schon im Trailer gesehen, es wird Zeit für frischeres Blut. Und es wird auch im Film einen Führungswechsel geben. Und zwar wird der liebe Jason Statham, der die Rolle des Lee Christmas spielt in der Filmreihe, wird die Expendables-Truppe anführen. Sylvester Stallone wird, keine Ahnung, was mit ihm passieren wird im Laufe des Films. Wahrscheinlich wird er getötet oder er zieht sich halt zurück irgendwo an einen gesicherten Ort, wo er dann halt sein restliches Leben verbringen wird. Wir werden sehen, wenn der Film am 21. Dezember, September in den deutschen Kinoseen zu sehen wird. Ich werde auf jeden Fall da reingehen. Danach werde ich auch nochmal ein Video machen und euch meine Meinung zu Expendables 4 sagen. Und es gab noch eine neue Figur, und zwar dieser CIA-Agent, den man da gesehen hat. Den kenne ich auch. Danny Garcia, den kennt man aus den Oceans-Teilen, also mit, wie hieß er? Sean Connery? Nee. George Clooney und Brad Pitt. Der hat ja da auch schon mitgespielt. In einem Teil hat er den Bösewicht gespielt. Also man kennt die Leute alle da. So, wie gesagt, wenn ihr die anderen Neulinge da kennt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und in der Story, um zu grob anzuschneiden, geht es darum, es wurden nukleare Raketen geklaut. Die werden halt auf diesem Schiff, was man auch im Trailer gesehen hat, irgendwo versteckt gehalten. Und dann muss das Expendables-Team versuchen, sie aufzuhalten, bevor sie halt auf den Markt kommen oder in die Luft gestartet werden. Ach, und was ich noch vergessen habe, der Schauspieler von Ong Bak, Tony Jaa, spielt auch mit. Der gehört auch, denke ich mal, zu den Bösen oder zu den Expendables. Das konnte man im Trailer halt nicht so groß raussehen. Wie gesagt, ich hoffe, es kommt noch ein zweiter Trailer zu Expendables. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir können ihn alle am 21. September in den deutschen Kinos sehen, uns ansehen und uns unsere Meinung selber dazu bilden. Ich werde mir auf jeden Fall ansehen, wenn ich nicht im Kino, dann zu Hause per Heimvorteil. Und danach werde ich sofort mein nächstes Reaction-Video hochladen und euch dort sofort Bericht erstatten, wie der Film nun war. Dort wird sehr, sehr viel Spoiler-Warnung dann zu sehen sein. Aber wie gesagt, ihr müsst euch das Video nicht ansehen. Ihr braucht euch dann nicht spoilern lassen. Ja, wie gesagt, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit diesen Informationen weiterhelfen, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen anderen Sachen, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, bin auch auf Instagram vertreten, auf Twitch, und da könnt ihr mich jederzeit persönlich ansprechen. Ja, wie gesagt, also der Trailer hat schon sehr viel mitgegeben. Ich finde es auch gut, dass der nicht so krass ist wie die anderen Teile. Die anderen Teile waren schon richtig heftig, finde ich auch gut, dass sie so gut waren, also heftig in dem Sinne. Und mir hat auch im letzten Teil von Expendables die Brutalität gefehlt, wenn du da mit irgendwelchen schweren Waffen wie ein MG oder ein Raketenwerfer auf die Gegner schießt, dass die dann halt auseinanderfetzen. Ich hoffe, dass es in dem Teil wieder etwas mehr, weil Sylvester Stallone hat ja auch gesagt, er möchte gerne in den Filmen wieder etwas mehr Action. Bloß nicht zu übertrieben, weil sonst wird es so ein Fast and Furious. Und das wollen wir halt nicht. Wie gesagt. Also, schaut gerne euch dieses Reaktionsvideo an. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film. Bin auch schon sehr aufgeregt. Ich habe mich mega gefreut, als der Trailer halt online kam. Auch in Deutsch. Er kam ja erst nur auf Englisch. Und jetzt kam er halt dann in Deutsch. Und ich konnte mir den nochmal in Deutsch angucken. Also, wie gesagt, Leute, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den YouTube-Kanal, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tüdelü.